Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich ein Bier für euch auf dem Tisch stehen, aber nicht irgendein Bier. Nein, ich habe zwei Rauchbiere für euch hier stehen. Beide aus Bamberg. Einmal das Schlengerler und einmal das Spezialrauchbier. Ganz kurz, wie kommt der Rauch ans Bier? Das passiert beim Darren, und zwar wird hier bei beiden mit Buchenholz das Malz getrocknet, und so kommt also der Rauchgeschmack ans Bier ran. Kennen wir den gleichen Vorgang von Whisky. Bei rauchigem Whisky wird eben mit Torf gearbeitet. Hier in Deutschland benutzt man eben Buchenholz, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Und beim Spezial habe ich im Internet die Angaben gefunden, dass das Ganze 24 Stunden lang passiert. Beim Schlenkerler habe ich diese Angaben nicht gefunden. Genau, ganz kurz, Schlenkerler liegt mitten in der Altstadt von Bamberg. Ich zeige euch mal die hübsche Flasche. Die Flasche an und für sich ist normal, ich meine natürlich das Etikett. Ja, ist ein Märzen, 5,1 Volumenprozent Alkohol und für die, die es interessiert, 13,5% Stammwürze. Schlenkerler liegt mitten in der Altstadt. Schönes Lokal, wenn ihr so wollt, schöne Wirtschaft, gutes Essen, auch wenn es in den letzten Jahren immer sehr touristisch belegt war, aber macht gar nichts, das Essen ist klasse und der Schlenkerler aus dem Holzfass schmeckt einfach gut. Spezial, gibt es einen Spezikeller, einen Spezialkeller in Bamberg, ist ein Biergarten auf einem der Hügel, die um Bamberg drumherum sind, und da hat man wirklich einen ganz tollen Ausblick. Ebenfalls ein Rauchbier, ebenfalls mit Buchenholz, 4,9% und hier ist die Stammwürze 12%. Der Vergleich hinkt ein klein wenig, denn das hier ist ein Lagerbier, kein Märzen. Spezial, von der Spezialbrauerei gibt es auch ein Märzenbier, unter anderem, es gibt von beiden noch andere Varianten, aber der örtliche Getränkemarkt hier bei mir hat eben nur das Märzen und eben nur das Lager gehabt. Der Vergleich hinkt ein wenig, aber trotzdem habe ich mir gedacht, passt doch eigentlich ganz gut, beide Rauchbiere. Und die stelle ich euch vor, weil sie aus Franken kommen, weil ich sie wahnsinnig gern trinke. Und jetzt im Sommer passt so ein Bier eigentlich auch ganz gut. Obwohl man sagen muss, so ein Rauchbier, ein rauchiges Bier, passt eigentlich eher zu was Deftig-Kräftigen. Ne? Die sind zwar süffig, aber sie sind alles andere als leicht und hell. Aber jetzt schenken wir erstmal ein und dann schauen wir weiter. Ich blende euch mal die Farbe ein und dann wird einem schon klar, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Biersorten handelt. Das Märzen wahnsinnig dunkel, ja, durchschauen, nicht mehr gegen das Licht. Hat die Farbe von einer guten Rum-Cola-Mischung, würde ich einfach mal sagen. wahnsinnig dunkel, wohingegen das Lager noch als Rubinrot durchgehen könnte. Ich fange mit dem Schlenkerler an. Ah, ja. Achso, bevor wir es vergessen, beide logischerweise gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und hier steht es auch ganz groß drauf: Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, sonst nichts. Und beim Schlenkerler steht es auch hinten drauf, allerdings ein bisschen versteckt: Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. Und jetzt wird verrochen. Ja, schön. Schlenkerler halt, ne? Ganz klein wenig Hopfen. Und was hier dominiert? Rauch, Speck, Kräucherz. Ich habe das Bier mal meiner Verwandtschaft in Italien zum Probieren gegeben und die haben alle gesagt, Wahnsinn, das riecht ja total nach Speck. Ja, speckige Noten. Ganz leichte Anklänge von irgendwas Karamellisierten vielleicht, aber wirklich hier dominiert Hopfen und Speck. Obwohl der Hopfen sich zurückhält. Ja, speckig, rauchig. Richtiger Räucherspeck, ne? Räucherkammer. Total, total gut. Schaumkrone ist weg, macht aber nichts. Wir probieren jetzt. Zum Wohl. Mhm. Im ersten Antritt süß, aber nicht zu süß. Hinten raus kommt so ein bisschen das Herbe, aber nie wirklich ins Bittere kippend. Und dazwischen einfach nur Rauch, Speck. Boah,
kräftig, mundausfüllend, belegend, wahnsinnig vollmundig, finde ich's. Und der Geschmack ist wirklich langanhaltend. Richtig, richtig gut. Passt auch zur deftigen fränkischen Küche, passt zu einem guten Schweinebraten, passt zu allen anderen Bratenarten hier bei uns natürlich in Franken. Und auch gerade, wenn ihr mal vor Ort seid, im Schlenkerler selbst, Schäuferler. Schäuferler mit Kloß, dazu ein Schlenkerler. Pah, hervorragend. Ich habe leider keine Ahnung, was Schäuferler auf Hochdeutsch heißt. Krustenbraten wahrscheinlich. Googelt einfach mal Schäuferle, dann kommt ihr drauf. Hervorragend. Richtig gut. Je mehr ich es trinke, desto mehr bekomme ich dieses Karamellartige wieder. Angesenktes Karamell. Buche, also Rauch. Abgang. Schön leichte Bitterkeit setzt ein. Gefällt mir äußerst gut. Es ist süffig, aber kräftig. Gibt es übrigens auch als Bock. Und jetzt kommen wir zum Spezialrauchbier vom Spezi-Keller. Der heißt zwar Keller, ist aber Biergarten. Wie gesagt, auf dem Hügel. Und da habt ihr einen sehr schönen Blick über die Stadt und auch der Biergarten selber. Ist echt schön. Ist auch mal einen Besuch wert. Und wenn ihr in Bamberg seid und ihr könnt euch dann entscheiden zwischen Schlenkerler und Spezi-Keller, das schadet nicht. Macht einfach beides. Okay. Halt mal die Nase rein. Gibt es noch irgendwas, was ich euch dazu sagen wollte? Brauerei Spezial, Bamberger Rauchbier. Nö, steht nichts mehr drauf. Ach ja, hier hinten übrigens keine Angaben, keine weitere Informationen. Hier beim Schlenkerler hat man nochmal ein zusätzliches Etikett, wo ein bisschen was zur Geschichte draufsteht. Dass es in Märzen ist, habe ich schon erwähnt. Ja, gut. Riechen wir mal rein. Ganz anderer Rauch, ganz andere Grundcharakteristik, heller, leichter, auch rauchig, gewisserweise jetzt, wo ich euch gesagt habe, dass beides über Buchenholz ist, getrocknet worden ist, erkennt man diesen Buchenholzcharakter ein bisschen raus, aber dem hier geht die Speckigkeit ab, diese ölige Speckigkeit vom Schlenkerler geht dem hier ab. Wir probieren einfach mal zum Wohl. Rauchig, aber das ist leichter trinkbar. Ich denke, das ist zugänglicher. Das hat nicht diese extreme, schwere, kräftige Rauchspecknoten wie Schlenkerler. Das ist eher so ein bisschen auf der helleren Seite, ein bisschen leichter. Nicht so bitter im Abgang, obwohl der Schlenkerler jetzt auch nicht wahnsinnig bitter ist, versteht mich nicht falsch. Nicht so bitter im Abgang. Und durch und durch weg leichter. Ich habe es genau falsch schon gemacht. Ich hätte mit dem starten sollen und dann zu dem gehen. Jetzt ist es zu spät. Abgang auch lang enthalten. Aber dieses, ja, habe ich schon gesagt, Speckige fehlt mir. Das Karamell, das Angesenkte, bekomme ich ja auch nicht. Hier könnte man sogar von einem leichten, ja, von einem leichten Bier sprechen. Für ein Rauchbier wohlgemerkt. Auch hier macht sich der Hopfen bemerkbar, aber es wirkt heller und ja, ein bisschen leichter. Ich kann mir vorstellen, dass beide Biere die Lager spalten. Es wird die geben, die sie mögen und die sie gar nicht mögen. Touristen, die in Bamberg waren und auch bei der Verwandtschaft, meine Frau hat Verwandtschaft an der Mosel, die habe ich mal gefragt, habt ihr die Biere probiert? Ja, waren beide furchtbar. Ich sagte, wie? Ja, nee, gingen beide nicht. Wenn, dann vielleicht noch das Spezial, aber das andere kannst du gar nicht trinken. Natürlich völliger Quatsch. Ich finde beide Biere gut. Wenn ihr Whiskys mögt und euch schmecken die rauchigen Whiskys, dann stehen die Chancen gut, wenn ihr Bier mögt, dass ihr die beiden Biere auch gerne mögt. Wenn ihr Pfeifenraucher seid und ihr mögt Orient und Latakia Blends, habt ihr auch eine Möglichkeit, dass die Biere euch zusagen. Ansonsten, wenn wir eh schon beim Thema Whisky sind, das hier kann man vergleichen mit einem Whisky,
von der Südküste von Islay und der kommt eher irgendwo aus den Highlands. Schön. Wir probieren nochmal und dann. Soll es auch wieder gut für heute sein. Lässt sich leichter trinken. Mehr interessant gewesen, vom Spezial auch noch das Märzenbier zu haben. Mir schmecken beide gut. Ich habe das Schlenker da eigentlich oft daheim. Spezial eher weniger. Obwohl ich sagen muss, dass es auch gut ist. Ne? Das hier zum kräftigen Essen und das kann auch durchaus bei einem leichten Essen dabei sein. Auch bei einer Brotzeitplatte oder so würde das ganz gut passen. Ich denke, da eine kalte Vesperplatte passt das auch wunderbar dazu. Genug gequatscht. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr vielleicht eins der beiden Biere kennt. Wenn nicht, schaut euch mal um. Vielleicht findet ihr es ja irgendwo. Immer schön kühl. Und wenn ihr vor Ort seid, aus dem Holzfass, sind sie noch mal eine Ecke besser. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.